Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Angezockt oder eher Stellaris, weil es ist ja eher so eine Fortsetzung und nicht ein echtes Angezockt. Ich mache es auch deshalb in eine eigene kleine Playlist, wo die ganzen Stellaris-Folgen drin sind. Die beiden Angezockt-Folgen sind dann auch in der Angezockt-Playlist mit drin. So, wir haben unsere erste Ressource entdeckt und ich habe die Geschwindigkeit mal für den Anfang ein bisschen hochgeschraubt, dass hier ein bisschen was passiert. Jetzt haben wir hier dieses Forschungsschiff, das ist hier mit diesen Werkzeugen zu erkennen. Wie gesagt, man kann es auch hier unten auswählen. Und jetzt können wir, wenn wir dann mit Rechtsklick auf die Ressource gehen, eine Bergbaustation bauen, die quasi für 90 Mineralien, ihr seht hier oben 181 haben wir im Moment, und einen monatlichen Unterhalt von einem Energiecredit, da sind wir mit plus 7 auch im positiven Bereich, zwei Ressourcenpunkte Mineralien abbaut. So, jetzt machen wir hier ein bisschen langsamer. Jetzt sind viele Sachen passiert. Also unser Gebäude, ihr erinnert euch, die Hydrokulturfarm, die wir auf dem Planeten gebaut haben, ist abgeschlossen worden. Und unser Anführer auf dem Forschungsschiff ist eine neue Stufe aufgestiegen und hat auch den Vorteil Lebensdauer plus 25 Jahre. Das heißt, er wird auch lange leben, um noch viele Erfahrungspunkte zu sammeln. Das heißt, er hat jetzt Stufe 2. Stufen haben was damit zu tun, wie gut man später auch forschen kann. Es können neue Bonusfertigkeiten kommen und man kann auch stärkere oder komplexere Anomalien erforschen. So, ihr seht, wir haben jetzt hier Mineralien schon gefunden. Wir haben hier oben Energiecredits gefunden. Und hier sind immer so Plöppen, eben so Hinweise auf, wo was passiert ist. Wenn ihr draufklickt, könnt ihr hin. Wenn ihr rechtsklickt, könnt ihr sie wegmachen. So. Wie gesagt, das dauert alles ein bisschen und am Anfang kann man durchaus auch mal die Geschwindigkeit ein bisschen hochstellen. Ich rate euch später davon ab, das wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Und es sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus, dass hier in unserem Heimatsystem auf jeden Fall ein bisschen was geboten ist. Also wir haben noch ein paar Planeten und Monde zu erforschen, aber wir haben schon ganz gut Mineralien und Energiecredits gefunden. Und ich persönlich, ich kann euch jetzt nur sagen, wie mein Spielstil ist, es gibt da sicherlich 1000 Varianten, das zu machen. Ich persönlich stürze mich immer erstmal auf die Mineralien, weil die gerade im Anfangsspiel extrem wichtig sind, solange ich noch im Energieüberschuss bin. Weil zum Bauen, gerade zum Bauen brauchen wir am Anfang viele, viele Mineralien. Nur mal so als vorausschauende Sache, wenn wir das hier erforscht haben, das Kolonieschiff, dann werden wir 350 Mineral-Credits, glaube ich, brauchen, um das Kolonieschiff zu bauen. Also das wird richtig teuer. So, und jetzt ist unsere Bergbaustation fertig. Das heißt, wir nehmen jetzt unser Schiff und fliegen direkt zum nächsten... das war die Bergbaustation, Entschuldigung. Also die baut jetzt ab. Wir nehmen jetzt unser Schiff und fliegen direkt zum nächsten Asteroiden. Ist das diesmal? Genau, das ist ein Asteroid. Und bauen da eine Bergbaustation drauf. So, also Strom haben wir hier auch. Und wir haben unsere ersten Aliens getroffen. Also ihr bekommt immer so Hinweise. Jetzt wurde das Spiel auch kurz angehalten, bis ihr das wegnickt. Okay. Es dauerte nicht lange, bis die Sibilant State auf intelligentes Leben stieß. Der Flottenbericht an die Sibulanische Hauptwelt schwächt etwas ab. Wie fremdartig diese Kräfte erscheinen. Die ausgebliebene Kontaktaufnahme wird Ihnen nur beiläufig erwähnt. So, wir haben jetzt irgendwo Aliens, wahrscheinlich in unserem Scan-Bereich. Genau, hier drüben fliegen die scheinbar gerade durch. Können wir mal reingucken. So, und dann seht ihr hier, sind irgendwie so, ja, Alien-Schiffe halt. Mal gucken. Und scheinen jetzt auch wegzuspringen. Okay, gut, die sind weg. Und was wir dadurch bekommen im Situationsprotokoll, sind immer so spezielle Aufträge drin. Das heißt, wir könnten jetzt die Alpha-Aliens untersuchen, um mehr über sie zu lernen. Der Punkt ist, dass es, also ihr seht hier, das ist ein System Survey complete. Sozialforschung. So, und jetzt ist unser System hier fertig. Ich mache mal ganz kurz eine Pause, das könnt ihr mit Leertaste machen, dass uns die Zeit nicht so verloren geht. Das ist eine Sozialforschung. Wenn ihr das tut, blockiert ihr die Sozialforschung. Da im Sozialbereich momentan gerade unser Kolonieschiff erforscht wird, mache ich das jetzt noch nicht, weil mir ist wichtig, dass wir relativ schnell expandieren können. Und deshalb machen wir jetzt mal was anderes, nämlich wir gucken uns noch an, was wir steuern können von der Regierung her. Also man hat die Möglichkeit, gewisse Dinge noch Einfluss zu nehmen. Wir haben hier erstmal eine Übersicht, wir haben hier unsere Budgets, wie wir Kohle rein und rausbekommen, was uns Kohle kostet. Und in Politik können wir auch reichsweite Erlässe im Prinzip machen. Und ich möchte jetzt eigentlich einen Erlass erlassen, nämlich die Gesellschaftsforschungsfördermittel. Das heißt, ich gebe einen Einflusspunkt aus. Wir kriegen ja drei momentan rein.
Um dafür zu sorgen, dass unsere Gesellschaftsforschung um 30% geboostet wird und dafür die Physik- und Ingenieurforschung um 10% vernachlässigt. Das heißt, wir gewinnen letzten Endes ordentlich Geschwindigkeit in der Gesellschaftsforschung. Und jetzt einfach mal, also wir sind jetzt bei 43 Monaten und wenn ich das wieder abschalte, sind wir bei 55 Monaten. Das heißt, wir sparen uns wir sparen uns ein gutes Jahr letzten Endes, dadurch, dass wir sagen, wir fördern das jetzt. Denn wir wollen so zeitig wie möglich ins Weltall raus und Planeten besiedeln. So, jetzt ist unser System hier fertig. Wir haben jetzt noch ein bisschen was, wo wir es bauen können. Hier seht ihr auch immer im Fortschrittsbalken, das Konstruktionsschiff ist noch ein bisschen beschäftigt. Das Forschungsschiff ist jetzt idle. So, und jetzt gehen wir mal auf die Galaxiekarte. Ich mache das mit voller Absicht gerade im angehaltenen Modus, damit ich euch ein bisschen was erklären kann und wir nicht die ganze Zeit verlieren, weil die Zeit läuft sonst die ganze Zeit weiter. Und deshalb versucht auch immer so schnell Durchlauf zu vermeiden. Wenn dieses Symbol an einem Sternensystem dran ist, dann sind dort potenziell Planeten, die man eventuell besiedeln könnte, wenn sie zu unserem Typus passen. Und man kann dann immer schon mal reingucken. Und zwar, hier seht ihr jetzt ein Planetensystem, wir wissen noch nicht allzu viel darüber. Was wir aber wissen, ist, dass diese Welt dort besiedelbar ist und die ist kontinental. Okay. Wir haben uns jetzt auf Tropenwelten festgelegt, das heißt, ich weiß gar nicht, vielleicht ist sie sogar für uns später mal besiedelbar, aber im Moment dürfte sie es nicht sein, weil wir einfach zu weit ab davon liegen. So, dann gibt es hier eine tropische Welt, aha, aha. Und da hinten, das ist wahrscheinlich die Wüstenwelt, oder? Ja, so eine kleine Wüstenwelt auf dem Mond. Das heißt, aus den Sachen, die wir jetzt schon sehen können, also hier draußen wissen wir einfach noch nicht so viel, da schicken wir gleich mal unsere Militärflotte hin, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, weil ich suche ja was, wo ich sehr schnell expandieren kann, gehe ich jetzt nach Speaker, um dieses System, also auch wieder per Rechtsklick auf den Sternensystem erkunden, und jetzt fliegt mein Forschungsschiff dorthin, sobald ich die Zeit laufen lasse. Und ich stelle es mal statt ausweichend auf passiv um, weil ich möchte entscheiden, ob es fliegt, wegfliegt. Wenn ihr es auf ausweichend lasst, das ist auch die Standardeinstellung bei solchen Schiffen, dann fliegt es sofort bei Feindkontakt weg. Nur nicht jeder Feindkontakt ist wirklich feindlich und ich persönlich mag es eher. Wir sind ja Military State, wir wollen, ne? Macht und Machterhaltung. So, und jetzt nehmen wir unsere First Murder Flotte und beginnen schon mal den Umkreis hier zu erforschen, weil wir natürlich, also einfach mal erstmal reingucken in die Planetensysteme, weil wir die liegen außerhalb unseres Scan-Radius, also müssen wir uns ein bisschen bewegen und wir wollen ja lernen, ob es hier noch Systeme gibt, die wir besiedeln können. So, ich lasse die Zeit jetzt mal weiterlaufen, genug erklärt, denn wir wollen ja auch ein bisschen spielen. So, und während wir hier so fröhlich vor uns hinforschen, ihr seht jetzt, die Forschungsflotte ist unterwegs, die ist gerade rausgesprungen, hier kommt jetzt die Militärflotte noch geflogen. Die fliegen beim Warp-Antrieb immer erst an den Rand des Systems, laden dann ihren Antrieb und dann wird gesprungen. So, und wir sind fertig mit Bauen und machen direkt weiter mit dem nächsten, mit der nächsten Bergbaustation, weil wir sind immer noch positiv im Energie-Credits-Bereich und ich will möglichst schnell dafür sorgen, dass wir hier ein hohes Einkommen haben an Credits. Und jetzt gucken wir auch dafür mal, ob wir hier auf dem Planeten noch was für tun können. Also wir haben hier schon die Sachen gebaut. Hier gibt es jetzt die Auswahl. Wir können nur eins haben, Energiecredits oder normale Dinge. Ich persönlich tendiere dazu, haben wir im Moment noch nicht genug, da müssen wir kurz warten, ein Bergbaunetzwerk zu bauen, damit wir auch unsere Einkünfte erhöhen. So, jetzt sind wir im System Sidor angekommen. Hier gibt es auch wieder besiedelbare Planeten, einen zumindest. Ja, es ist auch nur einer tatsächlich. So, und das ist eine Wüstenwelt, bringt ihn uns also nicht so viel. Das heißt, wir fliegen weiter nach Syrma als nächstes. So, und gucken mal, was passiert. Wenn ihr am Rand des Systems seid, geht das mit dem Reisen dann auch relativ schnell. Wenn ihr eine Flotte in die Mitte des Systems zieht, dann dauert das eine Weile, bis sie wieder rausfliegt. So, in Syrma gibt es auch wieder besiedelbare Welten und eine tropische Volltreffer. Seht ihr? Also wir haben gerade ein bisschen Glück. Das muss nicht immer so sein. Also da gibt es tatsächlich was zu besiedeln. Dann fliegen wir mal direkt weiter. Wir können mit der Kriegsflotte jetzt leider nicht so in der Tiefe Forschung betreiben. So, und dann haben wir direkt auch in Ridigus die nächsten Aliens getroffen. Wir sollten vorsichtig fortfahren. Dann gucken wir doch mal, was wir getroffen haben. Das sind irgendwelche Viecher, keine Ahnung. Irgendwas Großes. Mit 452 Punkten. Es gibt auch nur eine arktische Welt. Was wir jetzt machen ist,
wir verkrümeln uns hier ganz schnell wieder, weil unsere Flotte hat 75 Angriffspunkte. Das ist nicht immer 1:1 entscheidend, aber es ist ein guter Hinweis, wenn die irgendwie 50, also fast doppelt so groß sind wie wir, so nach dem Motto, dann brauchen wir die nicht angreifen. Also da versuchen wir jetzt gar nicht erst irgendwelchen Schabernack zu treiben, sondern wir ziehen einfach mal weiter. Ja, und während wir hier fröhlich vor uns hin tüdeln, hat er seine nächste Bergbaustation abgeschlossen. Und wir sind jetzt quasi auch wieder in dem Bereich, dass wir es uns leisten können, hier noch ein Bergbaunetzwerk hinzuklopfen. Zack. Jawohl. Ja, dann hört halt die Ressourcensammlung von Energiecredits auf, sobald das fertiggestellt ist. Ist aber jetzt erstmal auch okay. Und hier wächst gerade unser nächster Bewohner ran. Das Blaue ist immer. Und der braucht noch, bis er 52,1 hat und kriegt gerade 1,2 im Monat dazu. Wir hatten ja, dass unsere Leute relativ langsam wachsen. So, jetzt haben wir eine Anomalie gefunden. Ich mache kurz Pause. Ab und zu finden Forscher Anomalien. Abhängig davon, wie hoch die Anomaliestufe ist und was wir für eine Stufe auf unserem Forscher haben und was der eventuell noch für Bonis hat, haben wir ein gewisses Fehlschlagrisiko, die zu erforschen. Das kann man mit unterschiedlichen Wissenschaftlern durchschaffeln oder auch ein bisschen warten, bis die Erfahrung gesammelt haben. Wir haben jetzt hier eine Stufe 1 Anomalie und 22% Fehlschlagrisiko. Das ist ein, wie soll ich sagen, für mich akzeptables Risiko. Das heißt, ich klicke jetzt auf Erforschen und jetzt wird das Forschungsschiff diese Anomalie untersuchen. Daraus ergeben sich halt manchmal so Handlungsstränge oder andere Technologien, Input irgendwie. Also Anomalien immer erforschen. Natürlich nicht, wenn ihr irgendwie eine 70% Fehlschlagrate habt oder sowas. Aber 22% ist okay. Das heißt noch lange nicht, dass es gut gehen muss. Und ich bin mal sehr gespannt, was wir da finden im Speaker-System. Und mittlerweile ist die Welt auch erforscht und wir haben ein bisschen mehr Informationen darüber. Das heißt, wir können mal gucken. Es gibt hier ein paar Felder, die auch geblockt sind, aber ansonsten gut Ressourcen, ordentlich viel Essen, das ist echt okay. Und wir haben eine 80% Bewohnbarkeit bei 15 Leuten, die wir da draufpacken können. Das sieht echt in Ordnung aus. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall eine gute Chance, den Planeten zu besiedeln. Den behalten wir mal im Hinterkopf für unsere erste Kolonie. So, und jetzt haben wir Artefakte von einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. So, also könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, wenn ihr jetzt Pause drückt. Und wenn wir das jetzt bestätigen, steht da unten auch, beginnt die Ereigniskette Vorläufer? Fragezeichen, die Irasianer. Also, es wird dann eine Ereigniskette gestartet. Log updated. Und wie er jetzt schon sagt, ist das Situationsprotokoll jetzt geupdatet worden. Das heißt, es gibt jetzt eine Ereigniskette, die sich fortsetzt mit weiterer Erforschung des Weltalls, dass wir 6 Irasianer-Artefakte bergen sollen. Dann ist das hier abgeschlossen und das sind dann quasi Unteraufträge, die hier nach und nach aufplöppen, die auch nochmal verschiedene Sachen und Erkenntnisse beinhalten über unsere eventuellen Vorfahren. So, und jetzt seht ihr schon, wir sind jetzt relativ idle insgesamt. Also wir haben hier die First Murder, steht dumm in der Gegend rum. Das heißt, wir können jetzt mal unsere Flotten auch mal ein bisschen durch die Gegend schicken. Und zwar schicken wir die First Murder einfach mal, weil wir es noch nicht wissen, was da ist, in die Richtung. Unser Forschungsschiff erforscht als nächstes Syrma, weil wir hatten ja gesagt, da sind die Chancen ganz gut. Und jetzt haben wir ein bisschen was hier ja natürlich auch rausgefunden mit unserem Konstruktionsschiff. Und zwar, was ich noch ganz reizvoll finde, ist, dass es hier Physikforschungspunkte gibt. Das heißt, wir können mit unserem Konstruktionsschiff jetzt hier eine Forschungsstation bauen für 90 Credits. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, bis unsere Forschung durch ist mit dem Kolonieschiff, geben wir die Kohle jetzt auch aus. Was das nämlich macht, es produziert letzten Endes 2 Forschungspunkte zusätzlich für Physikforschung und hilft uns schlicht und ergreifend schneller technologisch in dem Bereich fortzuschreiten. Das ist ja auf jeden Fall gerade am Anfang auch erstrebenswert. Und solange wir auch noch Kohle haben und gerade nichts Besseres zu tun, gehen wir auch nochmal auf die Oberfläche. Und was wir jetzt vorbereiten schon mal, ist, dass wir hier auf dem Feld, wo der Typ in, naja, 12 Monaten knapp, nicht mal mehr, updated. Kurze Pause, wieder mal Aliens, gucken wir uns gleich an, ein Forschungslabor schon mal aufbauen. Denn auch das gibt uns für alle Kategorien, sobald da einer drin arbeitet, nochmal einen Bonuspunkt und beschleunigt am Anfang noch unsere Forschung relativ stark. So. Und hier ist übrigens unser Bergbaunetzwerk fertig. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile schon einen Bonus von 17 Mineralien pro
Zeiteinheit, sind dann aber auch jetzt energietechnisch quasi, sacken jetzt demnächst in den negativen Bereich. Das heißt, sobald wir jetzt hier diese Forschungsstation und hier das Labor gebaut haben, dann gucken wir mal, wo wir uns Energie herholen. Jetzt gucken wir einmal, hier haben wir wieder jemanden getroffen. Und, ich mache mal kurz Pause, die kommen auch noch auf uns zu, so wie es aussieht, oder? Naja, nee, die kommen nicht auf uns zu. Jetzt schauen wir mal, lohnt sich das? Kontinentale Welt, das bringt uns eh nichts. Das heißt, wir brauchen hier keinen großen Stress anfangen. Sieht auch wieder anders aus nochmal. Ja. Mal gucken, sind jetzt die Gamma-Aliens mittlerweile. So, das heißt, wir ziehen mit unserer First Murder weiter, um gute Forschungsziele schon mal rauszusuchen. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier so immer größer werdende Kreise einfach. Ihr könnt euch frei bewegen letzten Endes. Irgendwann trefft ihr halt mal auf jemanden. Aber da bleiben wir auf jeden Fall nicht. Das gibt nur Ärger. So. Gut. Unser Forschungsschiff ist unterwegs. Unser Konstruktionsschiff ist unterwegs. Unsere Flotte ist auch unterwegs. Hier ist es nicht so spannend. Da können wir dann direkt weiterfliegen. Und wir lassen jetzt einfach ein bisschen die Zeit mal runter tickern. Und hier seht ihr auch, wenn wir im Scan-Bereich sind, gibt es quasi dann auch was zu sehen, was sich bewegt. Was fliegt hier eigentlich gerade durch? Auch irgend so, auch die Fieder. Aber die scheinen harmlos zu sein auf jeden Fall. So, und wir lassen jetzt ein bisschen die Zeit laufen, weil wir ja quasi 24 Monate haben, die wir abwarten. Hier ist auch wieder irgendwelche Aliens. Ja. Wo sind wir? Da sind wir da oben. Ah, tote Welt. Auch uninteressant für uns. Wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter und nutzen die Zeit, die jetzt hier so vertackert, um einfach Forschung zu betreiben. So, ihr seht, hier sind überall ein bisschen Bewegung drin und solche Sachen. Und ich glaube, unser Forschungsschiff macht auch mit der Erkundung immer automatisch weiter, wenn wir so eine Anomalie kurz zwischenwerfen. So, jetzt schauen wir mal. Hier gibt es wieder einen besiedelbaren Planeten. Eine tropische Welt. Ja, sehr schön. Also, in Short gibt es auch wieder was, womit wir uns beschäftigen können. Und wir machen trotzdem aber erstmal mit unserer Reise weiter. Also, Forschungsschiff kann er als nächstes Short erkunden. Also, wie gesagt, wie ihr das macht mit euren Erkundungszyklen, da muss jeder seine eigene Strategie entwickeln. Ich suche am Anfang sehr, sehr intensiv nach besiedelbaren Planeten. Das ist mir am Anfang sehr wichtig. So, hier gibt es irgendwelche... Das sieht mal tatsächlich nach Raumschiffen aus, ne? Okay, die Delta-Aliens. Ich lasse das erstmal noch. Ist hier was Interessantes drin? Kontinentale Welt. Was ich gerade ausgeführt habe, ich persönlich suche am Anfang immer nach besiedelbaren Welten, bis das Kolonieschiff fertig ist, um dann auch gleich einen schönen Sprung machen zu können und im Idealfall die Grundlage zu haben, um direkt ein bis zwei Planeten besiedeln zu können. Denn ich möchte ja, also ich persönlich möchte eine relativ schnelle Expansion anstreben, damit ich schnell groß und stark werde. Denn mehr Planeten heißt mehr Ressourcen, heißt yay. So, schnelles Wachstum halt einfach. So, jetzt haben wir die Forschungsstation fertig und sind plötzlich negativ von der Energiebilanz. Da müssen wir uns natürlich drum kümmern. Construction complete. Und damit wir das machen können, jetzt einmal kurz Pause. Hier gibt es wieder ein System, das ist kontinental. Hier sind wir zufällig auch im Scan-Bereich. Was ist das hier? Eine Wüstenwelt, okay, nicht so interessant. Das heißt, die Flotte kann in diese Richtung weiter. Was wir jetzt suchen, ist halt einen effizienten Weg, Strom zu gewinnen. Also hier gibt es drei Strompunkte. Und hier haben wir 2, 2 und nochmal 2. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich hier drüben das Kraftwerk aufbauen. Denn hier kriege ich direkt 3 davon. Und ihr merkt schon, dass auf das Schiff hier ansparen ist gar nicht so einfach im ersten Schwung, weil wir sehr viel Ausbaubedürfnisse haben am Anfang, die uns schlicht und ergreifend Kohle kosten. Und ja, das macht es halt nicht so viel einfacher, aber es funktioniert normalerweise dann doch relativ gut. So, wir sind unterwegs, man muss halt ein bisschen geduldig sein einfach, ne? Wir sind unterwegs in Richtung Impan. Ein schwarzes Loch. So. Hier gibt es noch eine kontinentale Welt. Also in die Richtung sieht es nicht ganz so rosig aus. Da scheint es ein schwarzes System Loch zu geben. System Survey complete. So, hier sind wir jetzt fertig mit dem System. Das heißt, wir schicken auch unser Forschungsschiff weiter nach Short, um dort
zu erkundschaften. Und ich hoffe, dass wir hier in der Ecke vielleicht noch irgendwo eine tropische Welt finden, dass wir dann auch wieder einen Auftrag haben. Arktisch, Ozean. Na gut. Na gut. Ab einem gewissen Punkt, wenn ihr so zwei, drei Welten habt, solltet ihr dann aber auch gucken, dass ihr euch auch mit den Systemen beschäftigt, die nicht direkt besiedelbar sind. Vor allen Dingen die Systeme, die in eurem Einflussbereich liegen, weil die könnt ihr natürlich ausbeuten. Also sprich, so wie hier in Spica, auch wenn wir es bald besiedeln wollen irgendwann mal, könnt ihr dort Stationen hinbauen, solange es innerhalb eures Einflussbereiches liegt. Und das ist doch trotz allem erstrebenswert, denn ihr braucht ja diese Ressourcen, um zu expandieren. Ja, also, das ist halt einfach das Spielprinzip dahinter. So, wir haben jetzt quasi 1000 Sachen auf einmal, die pressieren. Wir haben unsere Anführer, das sind die Wissenschaftler scheinbar, alle drei haben gleichzeitig eine neue Stufe erreicht, was sie natürlich auch schneller und besser in der Forschung macht. Also dadurch, dass sie jetzt hier quasi das Level-Up haben, kriegen sie nochmal einen 4%-Bonus auf ihre Forschung. Und wir haben gleichzeitig dann auch noch eine neue Rasse gefunden. Und die heißt dort, jetzt bitte Pause drin lassen, Dankeschön. Die heißt dort Blabla Aliens. Okay, das sind jetzt hier irgendwelche leuchtenden Bälle. Ach, alles nicht so einfach. Und wir sind noch, sage und schreibe, 10 Monate davon entfernt, dass wir das Kolonieschiff fertig erforscht haben. Und das machen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge und beginnen unsere Expansion in Richtung angrenzender Welten. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.